Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um die Endbosse. Das bin ich euch ja noch schuldig. Hatte ja gesagt, dazu mache ich auch noch ein Video. Weil jeder Endboss war schon Gregor, Icebeast, Lord Seer, Andariel und auch Duriel haben jetzt eine neue, stärkere Form. Und ich bin davon ausgegangen, dass man so wie in dem Pit, wie in der Grube, die Möglichkeit hat, den Boss quasi so phasenweise immer stärker werden zu lassen, aber so ist das nicht. Mit dieser neuen Währung, den Stygian Stones, die man aus der Grube bekommt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, checkt auf jeden Fall nochmal mein Video zur Grube ab. Mit diesen Stygian Stones können wir an einem Altar, wo man einen Endboss heraufbeschwört, egal welcher, mehr Materialien nutzen, zum Beispiel bei Gregor einfach mehr lebenden Stahl anstatt 5 sind es 25. Ich werde hier einmal Bild, ist bei mir auch schon ein paar Tage her. Ich meine, es sind 25. Und dazu ein paar Stygian Stones nutzen. Und dann wird der Boss aus einem Level 75er Boss ein Level 200er Boss. Und ich, ihr seht das im Hintergrund schon. Ich habe einmal Gregor normal bekämpft. Das war relativ easy machbar, so wie in der Vergangenheit auch. Und dann habe ich es einmal versucht, alleine mit Stygian Stones auf Level 200 herauszufordern. Um zu sehen, einmal wie stark ist der. Und vor allen Dingen auch, welche Belohnungen gibt der. Weil diese Level 200er Bosse haben eine Chance, ein Uber-Unique fallen zu lassen. Und ich habe mir sagen lassen, dass das allererste Mal, wenn man die besiegt, auch einen Funken gibt. Den Funken, womit man sich ein Uber-Unique selber craften kann. Und ja, wie ihr schon seht, beim ersten Mal habe ich es leider nicht geschafft. Musste mir dann Hilfe holen von einem Barbaren. Während ich hier die ganze Zeit tot auf dem Boden rumlag, hat der Barbar dann den Boss besiegt. Und am Ende gab es richtig, richtig viel Loot. Leider kein Uber-Unique, aber da soll die Uber-Unique-Chance wohl vorhanden sein und vor allen Dingen auch erhöht sein. Ich habe dazu noch keine Prozentzahlen. Wenn ihr mich nach meinem Bauchgefühl fragt, wird es bestimmt irgendwo sein wie eine Duriel-Chance bei 2%. Und wenn man dann Duriel bzw. Andariel stärker herausfordert, könnte es vielleicht hochgehen auf 5 oder so. Aber genaues wissen wir dann erst, wenn Season 4 startet und wir das selber ausprobieren können. Jetzt hier in meinem Test hatte ich da zu wenig Informationen. Vor allen Dingen kann sich das ja auch alles noch ändern, bis wir dann in Season 4 angekommen sind. Insgesamt muss ich sagen, ist das eine sehr coole Weiterentwicklung der Endbosse. Vor allen Dingen, weil die Endbosse in der letzten Season und auch schon in Season 2 nach einiger Zeit relativ, ich will nicht sagen langweilig geworden sind, aber Gregor und Varshan die ganze Zeit zu besiegen, um Eier und Scherben zu bekommen, um dann Duriel herauszufordern, war nach dem 100. Mal dann irgendwo auch ja schon langweilig. Und jetzt mit der Möglichkeit, die auf einem höheren Level herauszufordern, ist natürlich die Frage, ob man das schafft. Ich habe jetzt hier in meinem Test nicht geschafft, war aber auch weit davon entfernt, OP oder stark zu sein. Das kann sich dann in der Season, wo ich viel mehr Zeit habe, natürlich auch ändern. Aber dann die Möglichkeit zu haben, aus dem normalen Varshan, den man so im Vorbeigehen mal eben besiegt, daraus eine extrem starke Version zu machen, die sowieso schon eine Uber-Unique-Chance hat und dann auch noch viel mehr Sachen fallen lässt, finde ich sehr, sehr cool. Und es wird auch sehr spannend, wie hoch die Uber-Unique-Chance dann wird bei Duriel und vor allen Dingen auch Andariel. Ich konnte in meinem PTA-Test leider keine Materialien für Andariel besorgen. Deswegen konnte ich Andariel nicht einmal herausfordern. Das Icebeast hat nach dem 5. Mal immer noch nichts fallen gelassen, um Andariel herauszufordern. Ich weiß nicht, woran es lag. Entweder gibt es da keine 100% Chance, dass so ein Material fallen gelassen wird. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich hatte irgendeinen Bug. Auf jeden Fall konnte ich hier in dem Test leider kein Andariel herausfordern. Hätte ich aber sehr gerne gemacht. Bei Lord Seer fiel ganz normal dieses Sand-Item, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name des Items war, aber vom Icebeast konnte ich das Item leider nicht bekommen. Ja, abschließend muss man einfach sagen, dass es sehr cool ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da zu viert sehr krass looten und farmen kann. Vor allen Dingen auch mit den erhöhten Kosten. Jetzt bei Gregor zum Beispiel mit dem 25 Stahl. Ich denke mal, dass ich von Weltstufe 1 bis 4 dann so viel Stahl schon angehäuft habe, dass ich mit krassen Barbaren oder so, da wird es bestimmt wieder sehr krasse OP-Builds geben, die selbst den 200er, ja vielleicht nicht one-hitten, aber da auf jeden Fall keine Probleme haben, so wie es selbst hier in dem PTA der Fall war. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft von Diablo 4 und auch live dabei sein wollt, wenn es dann in Season 4 losgeht, dann gerne mal ein Follow da lassen oder Twitch abchecken. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.